Drei Zeichen, dass der Mann deiner Träume dich irgendwann heiraten möchte. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva und vielleicht bist du dir gerade unsicher, ob die Partnerschaft, in der du gerade mit deinem Partner bist, Potenzial hat, die Partnerschaft deines Lebens zu sein, die Ehe deines Lebens zu werden. Und auf diesem Weg möchte ich dich begleiten. Ich begleite seit über 10 Jahren tausende Männer und Frauen dabei, glücklichere Partnerschaften zu führen. Und drei Dinge, die mir schon oft über den Weg gelaufen sind, möchte ich heute mit dir teilen. Eine Sache, auf die du unbedingt achten solltest, um herauszufinden, ob ein Mann dich heiraten möchte, irgendwann mal, ist: Möchte er eine Familie mit dir gründen? Also kann er sich tatsächlich vorstellen, eine Familie mit dir zu gründen auf verschiedenen Ebenen? Also passt das erstmal von euren Vorstellungen vom Leben? Also vielleicht ist es ja so, dass er nach Kuba auswandern will und du willst unbedingt in Schwäbisch Gmünd leben bleiben oder sowas. Dann ist natürlich schwierig mit Familie gründen. Habt ihr ähnliche Vorstellungen davon, was Familie bedeutet und so weiter? Habt ihr darüber schon mal gesprochen? Es kann natürlich sein, dass du sagst, oh, ich will unbedingt 3 Kinder haben und er sagt, oh, wenn es sein muss, im schlimmsten Fall eines oder sowas. Ist natürlich schwierig. Aber er will eine Familie mit dir gründen. Grund oder Zeichen Nummer 1, dass er dich irgendwann heiraten wird. Der zweite Faktor, den du unbedingt beachten solltest, ist, er verpflichtet sich nur dir. Das heißt, er ist wirklich daran interessiert, dass diese Beziehung mit euch funktioniert. Für ihn ist es nicht irgendwie so eine Spielerei, die er mal nebenbei macht. Du bist nicht die, weiß ich nicht, Geliebte von seiner bisherigen Ehefrau. Du bist nicht irgendwie die Zweit- oder Drittfrau oder er hat neben dir nicht noch 5 andere Frauen, außer, das passt in eurem Beziehungskonzept natürlich, wenn ihr polygam leben möchtet, das ist absolut legitim. Aber viele Frauen wollen das eben nicht und sind in der Situation, dass sie es dann müssen und das ist dann natürlich sehr, sehr unpraktisch. Das heißt, er verpflichtet sich nur dir. Und der dritte Faktor, der meiner Meinung nach der weniger offensichtliche ist, aber mindestens genauso wichtig ist, ist, eure Beziehung entwickelt sich stetig weiter. Wenn er mit dir keine Familie gründen will und wenn er sich nicht nur dir verpflichtet, dann kann das eh nichts werden mit der Ehe. Aber selbst wenn ihr eine Familie gründen wollt, wenn er sich nur dir verpflichtet, hilft euch das nichts, wenn eure Beziehung sich nicht stetig weiterentwickelt. Alles in der Welt wird entweder größer und wächst oder es geht ein und stirbt. Das ist ganz normal. Es gibt auf dieser Welt, die voll mit Veränderungen ist, die einzige Konstante in unserer Welt ist die Veränderung, sagt man ja auch, gibt es nichts, was nicht wachsen kann. Und deine Partnerschaft, wenn sie nicht wächst, wenn ihr euch nicht als Paar weiterentwickelt, als Partnerschaft, als Beziehung weiterentwickelt, dann ist sie zwangsläufig dazu verdammt, irgendwann scheitern zu müssen, weil du wirst Langeweile bekommen. Dein Partner wird Langeweile bekommen. Ihr werdet euch nach anderen Partnern umschauen. Ihr werdet euch streiten. Ihr werdet euch nicht mehr liebevoll miteinander umgehen. Im besten Fall lebt ihr einfach nur kommentarlos nebeneinander. Aber das ist kein glückliches Leben. Und es wird auch nicht besser werden mit dem nächsten Partner. Weil, wenn du nicht dazu in der Lage bist, dich mit einem Partner weiterzuentwickeln, dann liegt es meistens daran, dass du dich in Beziehungen generell nicht unbedingt so gut weiterentwickeln kannst. Ich sage nicht, dass du zwangsläufig mit dem Partner zusammenbleiben musst, aber du musst dich als Mensch stetig weiterentwickeln. Du musst was für die Beziehung tun, du musst Arbeit in die Beziehung reinstecken. Dasselbe muss er natürlich auch machen, selbstverständlich. Aber wenn sich eure Beziehung nicht weiterentwickelt, dann wird das mit der Ehe, mit der Hochzeit einfach nichts werden. Es kann sein, dass ihr trotzdem heiratet, aber dann werdet ihr wahrscheinlich zu den 50% der Paaren gehören, die sich eben auch wieder scheiden lassen. Und das gilt es eben zu vermeiden. Zu dem Thema gibt es natürlich noch viele andere Sachen zu sagen. Manche Sachen habe ich schon gesagt, manche Sachen werde ich euch noch sagen. Falls du Fragen zu dem Thema haben solltest, zu deiner individuellen, speziellen Situation, dann schreib sie mir doch einfach in die Kommentarfunktion unterhalb dieses Videos rein. Ich werde mir Mühe geben, alle Fragen zu beantworten. Meistens gelingt es mir auch. Gib mir bitte ein bisschen Zeit, damit ich das auch schaffe. Ich kriege relativ viele Anfragen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du das nicht sowieso schon getan haben solltest. Aber du hast es bestimmt schon gemacht, weil du bist schlau. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald.